Arbeitet man im Feld der Computational Social Science mit Daten, sind notwendigerweise auch rechtliche Aspekte zu beachten. Ich möchte Ihnen in den kommenden 5 Minuten einen kurzen Überblick über die Einordnung und die einzuhaltenden rechtlichen Bestimmungen geben. Natürlich können die unterschiedlichsten rechtlichen Bereiche von computerunterstützter Forschung betroffen sein. Am häufigsten werden Sie wohl mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu tun bekommen. Daher hier eine Einführung in das Datenschutzrecht. Aus rechtlicher Sicht wird der Umgang mit personenbezogenen Daten im Wesentlichen von der Datenschutzgrundverordnung, der DSGVO, geregelt. Die DSGVO verfolgt 2 Ziele. Zum einen sollen die Grundrechte und Freiheiten natürlicher Personen in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten geschützt und zum anderen der freie Verkehr von Daten innerhalb der EU nicht eingeschränkt oder gar verboten werden. Bei personenbezogenen Daten handelt es sich um Angaben, welche die Identität einer natürlichen Person bestimmen oder bestimmbar machen. Das bedeutet insbesondere, dass Daten von juristischen Personen nicht von der DSGVO geschützt werden. Pflichtadressat der DSGVO ist der oder die Verantwortliche. Dies ist jene natürliche oder juristische Person, die über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung personenbezogener Daten entscheidet. Damit können auch Behörden, Einrichtungen, unter Umständen auch die Universität oder einzelne Institute, aber auch einzelne Forscherinnen und Forscher Verantwortliche sein. Die DSGVO ist dann zu beachten, wenn personenbezogene Daten ganz oder teilweise automatisiert verarbeitet werden oder nicht automatisiert verarbeitet werden, wenn sie in einem Dateiensystem gespeichert sind und gespeichert werden sollen. Die Verarbeitung umfasst dabei unterschiedliche Tätigkeiten, etwa das Erheben, Speichern und Verändern von Daten. Unter Dateisystem versteht man die strukturierte Sammlung von Daten. Diese muss nicht digital sein. Die DSGVO ist im räumlichen Sinne anzuwenden, wenn entweder das Standort- oder das Marktortprinzip erfüllt ist. Das heißt im Wesentlichen entweder es besteht eine Niederlassung in der Europäischen Union oder die Person, deren Daten verarbeitet werden soll, befindet sich in der EU. Zusammengefasst gilt, dass die DSGVO dann zur Anwendung kommt, wenn die personenbezogenen Daten einer natürlichen Person ganz oder teilweise automatisiert verarbeitet werden oder nicht automatisiert verarbeitet werden und in einem Dateiensystem gespeichert und die räumliche Anwendung gegeben ist. Die DSGVO sieht Grundsätze vor, welche bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu beachten sind. Darunter sind etwa die Grundsätze der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung. Das heißt, die Datenverarbeitung braucht einen rechtmäßigen Grund. Das kann etwa die Einwilligung sein, eine gesetzliche Grundlage oder etwa die Vertragserfüllung. Ein anderes Beispiel ist die Datenminimierung. Vor jeder Verarbeitung personenbezogener Daten ist daher zu prüfen, ob die Grundsätze eingehalten wurden. Daneben enthält die DSGVO eine Fülle an betroffenen Rechten, die ebenso zu beachten sind. Beispiele sind etwa das Auskunftsrecht oder das Widerspruchsrecht. Diese betreffen jene Personen, deren personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen. Darüber hinaus müssen auch gewisse technische und organisatorische Maßnahmen, sogenannte TOMs, eingehalten werden. Diese sind etwa die frühestmögliche Pseudonymisierung der Daten oder die Verhinderung physischen Zugriffs auf die Daten durch Unbefugte. Für die verschiedenen möglichen Zwecke der Datenverarbeitung können neben der DSGVO aber auch andere Rechtsquellen zur Anwendung kommen. So sind unter Umständen auch das österreichische Datenschutzgesetz oder vor allem im Zusammenhang mit Forschungstätigkeit das Forschungsorganisationsgesetz zu beachten. Das Forschungsorganisationsgesetz enthält im Wesentlichen Erleichterungen bei der Verarbeitung von Daten zu Forschungszwecken. Eine Besonderheit im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Daten zu Forschungszwecken ist, dass die DSGVO eine sogenannte Öffnungsklausel für die Mitgliedstaaten vorsieht. Das bedeutet, dass die Mitgliedstaaten von einzelnen Bestimmungen der DSGVO abweichende Regelungen vorsehen können. Ergebnis davon sind die eben erwähnten Regelungen im Datenschutzgesetz und im Forschungsorganisationsgesetz. Das Forschungsorganisationsgesetz enthält Privilegierungen bzw. Erleichterungen für jene, die Daten für Forschungszwecke verarbeiten. So kommen beispielsweise Betroffenenrechte nicht zur Anwendung, wenn das Erreichen des Forschungszwecks dadurch voraussichtlich unmöglich oder ernsthaft beeinträchtigt würde. Im Hinblick auf die Verarbeitung von Daten kann schließlich auch das Urheberrecht eine Rolle spielen.
Das Urheberrecht schützt eigentümliche geistige Schöpfungen, sogenannte Werke. Die Urheberinnen und Urheber können andere von der Verwertung ihres Werkes ausschließen und im Falle der Verletzung die Unterlassung begehren. Um Forschungstätigkeit in diesem Zusammenhang nicht zu lähmen, sieht das Urheberrechtsgesetz Ausnahmen vor. Demnach dürfen von einem Werk Vervielfältigungsstücke zu Zwecken der Forschung hergestellt werden. Mit der Urheberrechtsnovelle 2021 hat auch Text- und Data Mining Eingang in das österreichische Urheberrecht gefunden. Text- und Data Mining ist eine Technik für die automatisierte Analyse von Texten und Daten in digitaler Form, mit deren Hilfe Informationen über Muster, Trends und Korrelationen gewonnen werden. Das Urheberrechtsgesetz sieht Erleichterungen für Forscherinnen vor, welche zu wissenschaftlichen Zwecken mit fremden Werken arbeiten, diese vervielfältigen und speichern. Bevor wir über Ethik und computergestützte Sozialwissenschaften sprechen, möchte ich kurz daran erinnern, was die Ethik ist und auch, wie die Ethik im Allgemeinen mit der Forschung verknüpft ist. Ethik ist die philosophische Reflexion auf Moral, wobei Moral Normen und Ideale eines Menschen oder einer Gesellschaft beschreibt, die als richtig und wichtig anerkannt werden. Die deutsche Soziologin Christel Hopf schreibt, dass die Forschungsethik all jene ethischen Prinzipien und Regeln zusammenfasst, in denen mehr oder minder verbindlich und mehr oder minder konsensuell bestimmt wird, in welcher Weise die Beziehung zwischen den Forschenden auf der einen Seite und den in sozialwissenschaftlichen Untersuchungen einbezogenen Personen auf der anderen Seite zu gestalten sind. Wir sehen also, dass die Forschungsethik Regeln und Prinzipien beinhaltet, die sich in ihrer Verbindlichkeit und auch in ihrem Grad der Zustimmung unterscheiden können. In der Forschungsethik haben sich einige allgemeine Prinzipien etabliert. Unter die wissenschaftliche Güte und Integrität fallen unter anderem die unverfälschte Darstellung von Ergebnissen und eine wahrheitsgemäße Wiedergabe der verwendeten Methoden. Unter das Prinzip der Nichtschädigung fällt das Verbot, Leib, Leben und Psyche der Forschungsteilnehmerinnen Schaden zuzufügen. In der sozialwissenschaftlichen Forschung ist die Zusicherung und Einhaltung der Anonymität, also die Verunmöglichung oder zumindest das erhebliche Erschweren, Rückschlüsse auf die Person zu ziehen, ein Weg, auf dem möglicher Schaden für Forschungsteilnehmerinnen abgewendet werden kann. Unter das Prinzip der Selbstbestimmung fällt, dass vor der Teilnahme an einer Studie verständliche und vollständige Informationen an die StudienteilnehmerInnen übermittelt werden, damit diese über ihre Teilnahme an einer Studie selbst entscheiden können. Entsprechend fällt unter dieses Prinzip auch das Einholen eines freiwilligen und informierten Einverständnisses zur Studienteilnahme. Viele der Prinzipien der Forschungsethik stammen ursprünglich aus der medizinischen Forschung, haben sich aber auch darüber hinaus in anderer Art von Forschung etabliert. Schlüsseldokumente sind die Deklaration von Helsinki, der Belmont Report und eine Vielzahl an Ethikkodizes. Schauen wir uns nun gemeinsam an, welche ethischen Fragestellungen in den computergestützten Sozialwissenschaften, hier als CSS für Computational Social Science abgekürzt, auftauchen. Die informierte Einwilligung schreibt vor, dass StudienteilnehmerInnen der Teilnahme an einer Studie zustimmen müssen. In CSS treten hierbei einige Probleme auf. Zum einen werden die Daten unter Umständen nicht mehr von den ForscherInnen selbst gesammelt, sondern von Plattformen erhoben. NutzerInnen von sozialen Medien stimmen dieser Datenverarbeitung gegebenenfalls im Rahmen von allgemeinen Geschäftsbedingungen zu. Ob hier wirklich von informierter Einwilligung gesprochen werden kann, ist fraglich. Weiters ist in CSS zu Beginn der Forschung unter Umständen noch nicht deutlich, welche Datenpunkte genau gesammelt werden sollen. Das Prinzip der informierten Einwilligung würde dies allerdings vorschreiben. Letztlich stellt sich die Frage, inwiefern das Prinzip der informierten Einwilligung in seiner momentanen Ausgestaltung mit der schieren Menge an Daten, die in CSS verarbeitet werden, vereinbar ist. Nicht nur ist die Anzahl der Studienteilnehmerinnen in CSS deutlich höher, sondern auch gegebenenfalls die Datenpunkte, die gesammelt werden. Prinzipiell sollen Daten von ForschungsteilnehmerInnen so weit wie möglich anonymisiert werden. Sensible Daten offenbaren private Informationen über eine Person oder ermöglichen deren Identifizierung mit vergleichsweise wenig Aufwand. Darunter fallen beispielsweise die Sozialversicherungsnummer einer Person oder unter Umständen auch deren Krankengeschichte. In CSS sind laut Matthew Salganik gegebenenfalls alle Daten sensibel und alle Daten können zur Identifizierung von StudienteilnehmerInnen führen. Salganik führt ein Beispiel an, bei dem die anonymisierte Netflix-Historie nach Zusammenfügung mit nicht anonymen Filmbewertungen der Plattform Internet Movie Database zunächst die namentliche Identifikation einer Person erlaubt und zusätzlich anhand der Netflix-Historie deren sexuelle Orientierung erkennt. Eine identifizierte Person verklagte Netflix daraufhin, nachdem sie ungewollt als lesbisch geoutet wurde.
Dieses Beispiel zeigt, dass gegebenenfalls alle Daten sensible Informationen beinhalten und gegebenenfalls alle Daten eine Identifizierung ermöglichen. Die ohnehin schwierige Wahrung von Anonymität ist so in CSS weiterhin erschwert. Eine weitere Frage ist mit der Art und Weise verbunden, welche Regeln für welche Art von Forschungsprojekt gilt. Forschungsethische Leitlinien gelten in der Regel für Forschung am Menschen. Wie solche Forschung im Detail begrenzt wird, ist nicht immer eindeutig. Schauen wir uns beispielsweise das Anchor-Projekt der Forscher Feimster und Burnett an. Die Forscher brachten die Computer von Menschen aus einer Vielzahl an Ländern dazu, heimlich Webseiten zu besuchen, die möglicherweise von repressiven Regierungen blockiert wurden. Wenn Personen eine Website besuchten, kontaktierte ihr Webbrowser im Hintergrund eine von Feimster und Burnett betriebene Website, um zu melden, ob die Zielseite des Browsers erreicht wurde oder nicht. Die Personen wussten nicht, dass sie an einer Studie teilnahmen und ihr Computer in diesen Aktivitäten involviert war. Gegebenenfalls wird diesen Menschen jedoch Schaden zugefügt, wenn repressive Regierungen verdächtige Aktivitäten von den Computern der Forschungsteilnehmerinnen beobachten. Die institutionellen Ethikprüfgremien der Universitäten Georgia Tech und Princeton lehnten eine Prüfung des Anchor-Projekts mit der Begründung ab, dass es sich hier nicht um Forschung am Menschen handle. Diese Frage würde ich so zunächst an Sie zurückwerfen und beende hiermit den Vortrag.